Viele Lieder erzählen eine Geschichte. Und heute erzähle ich die Geschichte von einem bekannten deutschen Lied. Und das Lied heißt Mein kleiner grüner Kaktus. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Katrin und wir lernen natürlich Deutsch. Heute erzähle ich die Geschichte von meinem kleinen grünen Kaktus. Und die Geschichte beginnt, dass ich mir überlege, wie viele verschiedene Blumen es gibt. Im Garten gibt es viele verschiedene Blumen. Es gibt viele Arten, zum Beispiel Rosen oder Nelken oder Narzissen. Das sind verschiedene Arten von Blumen. Und feine Leute, also Leute, die ein bisschen Luxus wollen, die Geld haben und zeigen wollen, dass sie Geld haben und Luxus haben können. Diese Leute kaufen sich schöne Blumen. Sie kaufen sich Rosen oder Nelken oder Narzissen. Aber mich interessiert das nicht. Ich will davon nichts wissen. Mir ist das egal. Mich interessieren diese Blumen nicht. Ich habe nämlich eine andere Pflanze. Ich habe einen kleinen grünen Kaktus. Und meinen Kaktus habe ich auf den Balkon gestellt. Also der Kaktus steht auf meinem Balkon. Ich brauche keine Rosen, ich habe meinen Kaktus. Und wenn jemand kommt, der böse ist, der nichts Gutes will, der mich ärgert, dann hole ich meinen Kaktus. Und mein Kaktus, der kann stechen, er kann pieksen. Und ja, er beschützt mich, er hilft mir, mein Kaktus. Deshalb mag ich meinen Kaktus. Heute um 4 Uhr klopft es an die Türe. Das ist Klopfen. Es klopft an die Türe. Und ich frage mich, nanu? Komisch, nanu? Was ist los? Kommt Besuch? So früh kommt Besuch um 4 Uhr. Wer ist der Besuch? Es ist Herr Krause. Und Herr Krause wohnt neben mir. Er wohnt im Nachbarhaus. Herr Krause ist mein Nachbar. Und Herr Krause sagt, Entschuldigung, ich habe eine Frage. Sie haben doch einen Kaktus auf dem Balkon. Der Kaktus ist gerade heruntergefallen. Er ist vom Balkon gefallen. Was halten Sie davon? Was sagen Sie dazu? Es ist Ihr Kaktus, er ist runtergefallen. Und er ist nicht auf den Boden gefallen, er fiel mir ins Gesicht. Der Kaktus ist Herr Krause ins Gesicht gefallen. Ob Sie es glauben oder nicht? Also Herr Krause sagt, du kannst es glauben oder du kannst es nicht glauben, aber es ist passiert, es ist passiert. Der Kaktus ist mir aufs Gesicht.
gefallen. Und jetzt weiß ich, dass der Kaktus sticht, dass er stechen kann, pieksen. Also es tut weh. Der Kaktus tut weh, wenn wir ihn anfassen oder wenn der Kaktus auf das Gesicht fällt. Und Herr Krause hat noch eine Bitte oder eine Aufforderung. Er sagt, mach es so. Er sagt, bewahren Sie Ihren Kaktus gefälligst anderswo. Also, der Kaktus darf nicht mehr auf dem Balkon stehen. Stell den Kaktus woanders hin. Stelle den Kaktus in die Küche. Stelle den Kaktus auf den Tisch. Mir egal, aber nicht auf den Balkon. Auf dem Balkon kann der Kaktus runterfallen und es tut mir weh, wenn der Kaktus auf mein Gesicht fällt. Das sagt Herr Krause. Und das ist die Geschichte, die das Lied erzählt. Das Lied Mein kleiner grüner Kaktus ist sehr bekannt in Deutschland. Und wenn du das Lied anhören möchtest, hier gibt es das Lied zum Beispiel auf YouTube. Ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Wenn du eine Frage hast oder ja, ein bisschen Deutsch üben möchtest, schreibe mir einen Kommentar und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Deutschlernen. Wir sehen uns wieder in meinem nächsten Video. Mach's gut! Tschüss!